Ja, und somit herzlich willkommen zur Barrel Ride 2. Wir sind mal wieder auf der Nordschleife. Wir haben Sektor Nummer 2. Das heißt, wir haben da die komische Strecke da. Ich weiß nicht, ich wollte es jetzt sagen, außenrum. Oder führt die Strecke außenrum um den Nürburgring an sich? Oder? Weil da gibt es ja noch eine Alter, was hat der gerade hier von Wheelie abgezogen? So. Oh, wow, wow, sorry. Das war jetzt echt nicht, also, jetzt ehrlich, war jetzt echt nicht beabsichtigt, dass es den jetzt so hier so hinhaut. Aber nun gut. Oh, Wiese. Oh, Mann. Irgendwie, ich weiß nicht. Die Strecke, die hat was, aber irgendwie mag ich sie doch nicht so ganz. Ich weiß nicht, wie ich das am besten... Nein, verdammt. Ich habe gesagt, ohne zurückspulen, gell? Eigentlich ja schon. Oh, jetzt bin ich Platz Nummer 8, ey. Und wir haben eigentlich schon... wir haben schon 20% hinter uns. Das ist jetzt so eine Sache, gell? Jetzt habe ich einige Platzierungen verloren. Ich weiß gar nicht, was wäre ich gewesen. Ich glaube, Platz 4 oder so. Das heißt... Hat's den hingehauen? Den hat's hingehauen. Alter. Jetzt habe ich schon 3... Jetzt habe ich schon 3 hinhauen lassen. Was heißt hinhauen lassen? Der erste, der zählt nicht. Das war keine Absicht, Leute. Alter Falter. Kriege ich das noch hin, ey? Position 6. Guck mal, der da an! Der Gruber! Oh... Okay, das war jetzt unfair, Mann. Der bedrängt mich so. Ich habe gesagt, ohne Zurücksprung, gell? Weißt, ich habe hier keinen Platz hier. Irgendwas zu machen. Fuck, Alter. Wieder verbremst. So. Alter, ich fahre hier am Limit. Und der da will mich an und wieder überholen. Aber die anderen aufholen durch nicht. Komischerweise. Ah, wo ist er jetzt? So, hier, den Part kenne ich auch sogar ein bisschen. Sagt mir so ein bisschen was. Oh, Leute. Da geht halt gerade gar nichts, gell? Also, rein positionsmäßig, den einen, den haben wir jetzt so ein bisschen beruhigt. So sieht's mal aus. Aber, rein positionsmäßig... So, jetzt haben wir hier ein bisschen weniger gebremst in der Kurve. Aber ich bin immer noch hinten. Verdammt nochmal. Wieso kriege ich hier keine Platzierung hin? 90%, hey. Guck mal, jetzt habe ich 3 Leute überholt nach meinem Crash. Und vor meinem Crash war ich, glaube Platz 4. Das heißt, ich hätte eigentlich... Ja, hätte ich zurückgespult. Das ist jetzt so eine Sache, wo ich sagen muss, nur wegen Zurückspulen eigentlich voll verkackt. Das ist so richtig. Aber eine interessante Strecke. So, der zweite Versuch. Nein, eigentlich der erste Versuch, aber das zweite Rennen in North Wales. Okay, so ein bisschen bei Abenddämmerung. So, bin mal gespannt, ob es diesmal reibungslos läuft. Wir haben, also, ich bin so ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Ich habe mich dran gehalten, eigentlich nicht zurückzuspulen. Wie gesagt, eigentlich beim zweiten Mal schon. Oh, wir haben Teamrennen. Aber ich muss halt dazu sagen, so richtig stolz bin ich halt auch nicht. Oder was heißt stolz? Ja, nicht glücklich. Weil, ich sag mal, das erste Mal zurückspulen oder da, oder wo ich nicht zurückgespult habe, wo es mich hingehauen hat, muss ich halt ehrlich gesagt dazu sagen, das ist halt so ein bisschen nervig. Hätte ich es gemacht, dann wäre ich Platz 2 oder 1 wohl gewesen. So, oh nein, hier. Kann man den mal hier irgendwie umhauen? Hier 2 rote vorne. Und wo ist meiner? Irgendwo ganz da hinten. Guck mal da beim Blauen. Zwischen Blauen und Lilanen. Gibt's ja gar nicht. Da muss ich die Roten noch so ein bisschen auseinanderbringen, weil sonst machen die mir zusammen zu viel Punkte. So, Alter, voll reingefahren. Was hat denn jemand was gemacht? Vor allem, ich bin immer noch eigentlich Dritter. So, wieder reingefahren. Wieder nichts gebracht. Gibt's doch gar nicht. So, machen wir es bei dem halt. Kann auch nur so ganz leicht. Komm! Ah, er hat ein bisschen... Oh, er hat... Ja, überholen sie mich beide wieder. Hier, nix da. Ich muss eigentlich aufpassen, gell? Eigentlich darf ich ja nicht zurückspulen. Es wäre dann mein Fehler auch noch. Und es kann natürlich sein, dass es mich auch hinhaut.
Das ist natürlich das Üble daran. Das heißt eigentlich... Alter, guck mal, hier ist immer blau. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Oh, ich glaube... Ah nein, scheiße. Guck mal, der eine, der ist türkis. Vor dem blauen. Das ist ja nicht mal meiner. Das ist meiner... Oh. Ey, ich habe mir einen besseren Teamkollegen geholt. Und der ist halt einfach schlechter wie der andere. Kann das sein? Das kann es ja echt nicht sein, Mann. Und jetzt bin ich selber Platz 4. Guck mal, die zwei Roten hier haben auch noch Abstand. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Guck mal, jetzt kommt nochmal einer. Ey, was ist denn los? Das gibt's doch nicht. Nicht nach hinten schauen, nach vorne, sonst schaut's dich hin. Das wäre geil gewesen, wenn es jetzt hingehauen hat. Ich habe aber leider noch ein bisschen leicht gestriffen. Hier haben wir den Löwe. Nicht Löwe. Ja, da hat's den hingehauen. Okay, Rote, habt das gesehen im Rückspiegel? Das werde ich mit euch auch noch machen. Den hat's ja mal voll zernommen. Richtig nice. Aber ich muss jetzt halt auch ein bisschen aufpassen, gell? Die sind ja vorne richtig gut. Oh, fuck, 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 fuck. Die Frage ist, soll ich nur einen hinhauen lassen? Oder probieren halt erstmal? Oder soll ich es mit beiden machen? So, hier springe ich wieder so ein bisschen. Das kostet Zeit. Guck, da kommt der schon wieder. Das gibt's nicht. Ich kämpfe hier um Platz 3. Das kann's doch nicht sein. Guck mal, wie schnell ich den überhole. Auch vorher den einen, den, wo ich dann so hingehauen habe. Das gibt's doch nicht. Aber hier die roten. Krieg ich nicht. Ich krieg sie nicht. Das gibt's ja nicht. Die fahren hier Top-Zeiten. Was will man dagegen ausrichten? Leute, Leute, Leute. Also, guck mal, der Abstand an. Den hatten sie vorher eigentlich auch schon. Ich fahre ja schon am Anschlag. Das heißt, mehr geht ja eigentlich schon auch gar nicht. Und jetzt kommt der wieder von hinten. Darf ich hier wieder meinen Platz 3 verteidigen? So, jetzt sind wir ein bisschen rangekommen, gell? Wir sind rangekommen, aber das Problem ist, ich muss... Also, selbst wenn ich jetzt Platz 1 wäre und die 2 und 3... Oder andersrum, ich 2 und die 1 und 3, dann habe ich absolut keine Chance. Also Platz 1 muss ich werden. Ob ich dann einen hinhauen und den dann, zum Beispiel, dass der hinter den gelben fliegt, das ist ja erstmal, ja, wäre eigentlich auch wichtig. Ich wollte schon sagen, eigentlich erstmal egal. Aber das Problem ist, ich muss halt erstmal rankommen. Go, 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 jetzt aber hier. So. Hat's einen hingehauen? Oh, einen hat's, glaube ich, hingehauen. Ja, perfekt. Und jetzt muss ich noch den bekommen. Alter, der gelbe und der grüne ist, glaube ich, dran vorbeigefahren. Oh, das Problem ist, ich werde bis hier aber nicht mehr viele Möglichkeiten. Das ist mein Problem. So, komm jetzt hier weg, da. Ah, Mauer. Okay. Ja, so ist schon mal ganz gut. Ideal wäre es natürlich gewesen, wenn wir den auch noch hätten irgendwie einen Unfall bauen lassen. Aber das geht jetzt halt leider nicht. Im Gegenteil, der will hier noch überholen. Gibt's ja gar nicht. Ja, knappe Sache, Alter. Okay, aber schon genial. Ich bin mal gespannt, wie es mit der Endplatzierung aussieht, weil... Okay, es hat sogar gereicht, weil ich keine Ahnung, wo meiner war. Wo mein Teamkollege war. Und es scheint meistens so, grün, rot und gelb sind meistens relativ vorne und meistens auch hintereinander. Und das ist dann halt ein bisschen gefährlich, weil ich keine Ahnung, wo meiner ist. Okay, 7 Punkte. Wäre es cool, wenn dran steht, wie viel, welcher Platz das ist. Alter, der eine, Tony Scott, mit 12 Punkten. Das war der auf Platz 2, der rote. Und den einen, wo ich so hingefetzt habe, der hat
Den hat so weit nach hinten gehauen, der hat nicht mal Punkte bekommen, okay? Also wir haben ja mit Abstand hier gewonnen. Also ich hätte sogar gewonnen, wenn nicht mal meine Andrea hier Punkte gemacht hätte. Aber na gut. Ich wollte mal sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.